das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay. Guten Abend. Oh, wie schön ist Panama. Vor allem für Menschen, die ihr Geld verstecken wollen. Um so zum Beispiel ihr Einkommen und Vermögen möglichst klein rechnen zu lassen. Durch Offshore-Firmen können Vermögende weltweit ihr Geld in Panama in den Dauerurlaub schicken. Schon mit ein paar tausend Dollar lässt sich in Mittelamerika eine Firma gründen, die auch helfen kann, Steuern paradiesisch gering zu halten. Millionen werden hin und her geschoben, legal. Die Geldreise hilft aber nicht nur Steuervermeidern, sondern zum Beispiel auch Waffenhändlern, die so ihre Einnahmen waschen können. Hier zeigt die akribische Auswertung des bisher vermutlich größten Datenlecks, wer alles von diesem System der Briefkastenfirmen profitierte. Unter ihnen Staatschefs, Sportstars und Kriminelle. Das internationale Konsortium investigativer Journalisten hat die Panama Papers ausgewertet, darunter auch NDR und WDR. Die brisanten Informationen waren der Süddeutschen Zeitung zugespielt worden. Elena Kuch berichtet. Es ist eine dunkle Welt, ein Schattenreich. Hier in Panama floriert das Geschäft mit der Anonymität. Verschleierte Vermögen, illegale Transaktionen. Mit einer Offshore-Firma lässt sich das alles realisieren, unbemerkt von Fahndern und Behörden. Ins Licht der Öffentlichkeit rückt nun einer der größten Anbieter für Briefkastenfirmen, Mossack Fonseca, und damit seine Kunden und ihr Geschäftsgebaren. Zum Beispiel der isländische Ministerpräsident Gunnlaugsson. Als er Fragen zu seiner früheren Briefkastenfirma beantworten soll, bricht er das Interview ab. Kurz bevor er die Firma gegenüber dem Parlament hätte offenlegen müssen, überschrieb er sie seiner Frau. Er habe nicht gegen isländisches Gesetz verstoßen, erklärte er auf Anfrage. Unter den Kunden sind außer Islands Premier noch 11 weitere amtierende und ehemalige Regierungs- und Staatschefs. Der Präsident der Ukraine Petro Poroschenko, der frühere Ministerpräsident Lazarenko. Zudem der argentinische Präsident Macri und der König von Saudi-Arabien. Vertraute des russischen Präsidenten Putin sollen 2 Milliarden Dollar durch Briefkastenfirmen geschleust haben. Einer von ihnen, Sergei Roldugin, ein guter Freund und der Patenonkel seiner Tochter. Eigentlich ist er Musiker. In den Daten entpuppt er sich als ein reicher Mann. Gibt dort sein Vermögen mit über 30 Millionen Dollar an und ist zeitweise Besitzer von 2 Briefkastenfirmen. Der Fund nähert einen alten Verdacht. Handelt es sich womöglich um Putins Vermögen? Den Beweis dafür gibt es nicht. Auf Anfrage antworten weder Roldugin noch Putin. Die einfache Variante einer Briefkastenfirma funktioniert so. Ein Kunde geht zu einer Bank, diese kontaktiert danach einen Anbieter wie Mossack Fonseca, der für den Kunden eine Firma einrichtet in einer Steueroase. Die Firma erhält ein Konto und der Kunde eine Kreditkarte. Nach außen erscheint nur der Name der Firma und der Scheindirektoren. Der Kunde bleibt unsichtbar. Illegal ist das nicht. Aber das Besondere ist ja, dass man eine Briefkastenfirma nicht macht, um dann hinterher brav und ordentlich Steuern zu bezahlen, sondern die Funktion einer Briefkastenfirma ist ja, Dinge zu verschleiern. Auch der argentinische Fußballstar Lionel Messi, der sich in Spanien wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten muss, ist Besitzer einer Briefkastenfirma. Auf Anfrage wollte er sich nicht äußern. Die Firma Mossack Fonseca, vom Deutschen Jürgen Mossack gegründet, lässt einen Sprecher erklären, sie handle im Einklang mit Recht und Gesetz. Zu einzelnen Fällen lehnte die Kanzlei jeden Kommentar ab. Die Enthüllungen um die Panama Papers, kommentiert Julia Stein vom Norddeutschen Rundfunk. Der Irrtum beginnt schon mit der Sprache. Eine Briefkastenfirma, das klingt putzig, denn es ist ein Bild von gestern. In Panama braucht man nicht mal mehr einen Briefkasten, um ein Geschäft vorzutäuschen, das es tatsächlich gar nicht gibt. Auf einer einzigen Büroetage sind einfach mal 7000 Firmen gemeldet. Die Branche der Briefkastenfirmenanbieter hat keine Hemmung und verharmlost sich allzu gern. Ramon Fonseca, einer der beiden Partner von Mossack Fonseca, vergleicht seine Branche gern mit der Automobilindustrie. Die sei ja auch nicht dafür verantwortlich, wenn mit dem Auto ein Unfall gebaut oder ein Überfall gemacht werde. Und so seien die Anbieter von Briefkastenfirmen eben auch nicht dafür verantwortlich, was mit diesen Firmen gemacht werde. Die Welt der sogenannten Offshore-Industrie ist eine unheimliche Welt, weil wir normalerweise nicht sehen können, was dort passiert. Wir sehen nicht, wer dort wie sein Geld versteckt, vor den Völkern und den Fahndern. Wir sehen nicht, wie viel Geld es genau ist, das den öffentlichen Haushalten am Ende fehlt. Es ist eine unvorstellbar hohe Summe. Und was man nicht sieht, dagegen lässt sich nur schwer kämpfen. Immer wieder nimmt sich die internationale Staatengemeinschaft vor, die Steueroasen auszutrocknen.
Es ist ein mühsamer Kampf gegen Widerstände. Nun erhöht sich der Handlungsdruck. Denn das neue Datenleck zeigt, wie viel Schmutz in den Steueroasen verborgen liegt. Gut neben Böse, Kriminelle neben Staatspräsidenten. Nicht jede Briefkastenfirma ist illegal, aber fast jedes große oder kleine illegale Geschäft lässt sich mit einer Briefkastenfirma verschleiern. Julia Stein kommentierte. Und auf tagesschau.de finden Sie umfangreiche weitere Informationen über das riesige Datenleck und seine Folgen. Sicherheitspolitisch ist Europa ein Hühnerhaufen. Das sagte der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft nach den Anschlägen von Brüssel. Und er steht mit seiner Kritik nicht alleine da. Sich vernetzen, sich absprechen, Daten austauschen. Das geschieht zwischen Polizeibehörden und Nachrichtendiensten in Europa offenbar viel zu wenig. Mit der Folge, dass Terroristen kreuz und quer unbehelligt durch Europa reisen können. Nun wird heftig diskutiert, wie diese offenkundigen Sicherheitslücken geschlossen werden können. Ariane Reimers und Marie von Mallinckrodt. Es wird immer deutlicher. Ein großes Netzwerk von Terroristen hat über Ländergrenzen hinweg die Anschläge von Brüssel und Paris organisiert. Manche der Attentäter waren den Sicherheitsbehörden schon vorher als IS-Kämpfer bekannt, andere nur als Kleinkriminelle registriert. Aber zu wenige wurden rechtzeitig gefasst. Beispiel Abdelhamid Abaoud, Drahtzieher der Pariser Anschläge im November 2015. Schon Anfang 2015 war er an Vorbereitungen für ein Attentat in Brüssel beteiligt. Die Terrorzelle soll Abaoud aus dieser Wohnung in Athen gesteuert haben. Zwar vereitelten Polizisten den Plan in Belgien, bei der Razzia in Griechenland aber war Abaoud schon wieder verschwunden. Im Apartment sollen Ermittler damals Pläne für einen Flughafenanschlag gefunden haben, womöglich auch für Brüssel. Wieder bleibt das Gefühl, dass Informationen nicht gut genug geflossen sind. Den Vorwurf, dass Geheimdienste ihre Kenntnisse zurückhalten, weist der Verfassungsschutz aber zurück. Wir tauschen auch gefährdete Daten aus. Aber es bedeutet nicht, dass, weil wir eng zusammenarbeiten, dass wir es auch offen bekannt geben. Nur weil es vielleicht der Öffentlichkeit nicht bekannt ist, heißt das nicht, wir arbeiten nicht zusammen. In Deutschland setzt man angesichts der Terrorbedrohung vor allem auf die direkte Zusammenarbeit aller Polizeien und Nachrichtendienste. Sie tauschen sich im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum GTAZ aus, allerdings in einer rechtlichen Grauzone. Das GTAZ ist höchst effizient. Es ist aber, was die Kontrolle und die Rechtsgrundlage angeht, eine klare Dunkelziffer, eine Dunkelkammer. Und diese Dunkelkammer ist rechtlich schwer zu ertragen für Menschen, die andere Interessen haben als nur die Sicherheitsgewährleistung. Ein solches Zentrum auf europäischer Ebene aufzubauen, etwa im Rahmen von Europol, kritisieren nicht nur Datenschützer. Der Verfassungsschutz etwa sieht sensible Daten in zu vielen Händen. Die europaweite Vernetzung der Terrorabwehr ist eine schwierige Aufgabe. Ja, und 2 Wochen nach den Anschlägen von Brüssel nahm der Flughafen dort heute zumindest teilweise wieder den Betrieb auf. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer. Am Nachmittag hoben die ersten 3 Flugzeuge von Brüssel aus ab. Der Betrieb soll in den kommenden Tagen nach und nach ausgebaut werden. Es gibt jedoch wesentlich schärfere Sicherheitsmaßnahmen. So werden Passagiere und ihr Gepäck bereits vor dem Zugang zum Terminal kontrolliert. In der provisorischen Abflughalle kann zunächst nur etwa 1/5 der üblichen Zahl an Passagieren abgefertigt werden. Schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten sichern zudem die Zufahrtsstraßen zum Flughafen. Von morgen an sollen die ersten Flüchtlinge von den griechischen Inseln abgeschoben werden. Damit beginnt die Umsetzung des EU-Türkei-Abkommens. Dieses sieht vor, illegal eingereiste Flüchtlinge zwangsweise in die Türkei zurückzuführen. Auf den griechischen Inseln gibt es seit Tagen Proteste dagegen. Die ersten, die das Land verlassen müssen, sind Medienberichten zufolge einige 100 Menschen aus dem Lager Moria auf der Insel Lesbos. In Polen hat es landesweit Proteste gegen ein fast vollständiges Verbot von Abtreibungen gegeben. Bei der Hauptkundgebung in Warschau versammelten sich tausende Menschen. In Polen sind Abtreibungen ohnehin nur in wenigen Fällen erlaubt, zum Beispiel nach einer Vergewaltigung. Eine Bürgerinitiative will erreichen, dass Abtreibungen künftig nur noch bei Lebensgefahr der Mutter zulässig sind. Die nationalkonservative Regierungschefin Szydło unterstützt das Vorhaben. Die Kerze hat im Christentum eine hohe Symbolkraft. Und so drückten diese Menschen in Pakistan ihre Trauer nach dem verheerenden Terroranschlag in einem Freizeitpark mit einem Lichtermeer aus. Am Ostersonntag kamen bei dem Angriff durch Islamisten mehr als 70 Menschen ums Leben, darunter 35 Kinder.
Die Terroristen hatten diesen Tag bewusst gewählt, wollten sie doch neben der Regierung vor allem die christliche Minderheit in Pakistan treffen. Der Anschlag in Lahore hat die dortige Gemeinde auf ein neues Tief verunsichert, wie Gabor Hallas berichtet. Irgendwie weiterleben, das ist das Schwerste. Lahores Christen suchen Trost, den es doch kaum gibt. Fast versteckt liegt ihre kleine Kirche, eine größere können sie sich nicht leisten. Christen sind eine Minderheit im Land, eine, die immer wieder unterdrückt wird. Er weint um seinen Sohn. Shan starb vor einer Woche. Sie alle kannten ihn. Ich habe ihm noch gesagt, geh nicht in den Park. Es ist nicht sicher. Aber er wollte das nicht hören. Nun habe ich ihn für immer verloren. Es ging ihm gut, als er im Freizeitpark ankam. Es war ein warmer Nachmittag. Christen und Muslime waren hier. Sie feierten, hatten Spaß. Shan war mit seinem Cousin gekommen. Er überlebte den Anschlag. Da war diese große Explosion. Ich versuchte, seine Hand zu greifen, aber er fiel hin, es herrschte Chaos. Die Menge schob mich nach draußen. Und als ich zurückkam, fand ich ihn nicht. Es war der Horror. Ich bin fast nur über Leichen gestolpert. Kinder, Männer, Frauen. Die Leute haben vor Schmerzen geschrien. Shan war gerade 18 Jahre alt. Er lernte in einem Juwelierladen. Etwa 40 Euro verdiente er im Monat Geld, von dem er und seine alten Eltern lebten. Denn die Geschwister sind schon aus dem Haus. Der, der die Familie stützte, lebt nicht mehr. Dazu kommt die Furcht, dass es wieder passieren könnte. Wir leben in Angst. Wenn wir das Haus verlassen, sind wir bedroht. Ich bete immer, dass alle sicher nach Hause kommen. Aber wir sind doch noch nicht einmal sicher in unserer Kirche. Wir trauen uns noch nicht einmal, Hochzeiten zu organisieren. Trotz allem, sie vertrauen auf Gott. Mangal Masih sind nicht auf Rache. Der Terror, so sagt er, bedrohe alle, Christen und Muslime. Und wir kommen zum Sport und der Fußball-Bundesliga. Und da wurde beim Tabellenletzten der Trainer rausgeworfen, Ocker Gundel. Ja, und der kam nicht ganz überraschend, dieser Rauswurf. Nach der Niederlage gestern zu Hause gegen den HSV hat Hannover heute Nachmittag seinen Trainer beurlaubt. Thomas Schaaf hat es also erwischt. Das Interessante daran ist, dass Schaaf erst zur Rückrunde nach Hannover kam, aber dem Verein im Abstiegskampf nicht weiterhelfen konnte. Ganz im Gegenteil, 10 der 11 Spiele unter Schaaf gingen verloren. Bis zum Saisonende übernimmt Jugendtrainer Daniel Stendel den Trainerjob bei den Roten. Ja, und auch Hoffenheim hat in dieser Saison schon den Trainer gewechselt und dabei Mut bewiesen. Julian Nagelsmann ist mit 28 Jahren der jüngste Bundesliga-Trainer. Und er ist, das ist natürlich das Wichtigste, erfolgreich. Nach dem Punkt gegen Köln verlässt Hoffenheim zum ersten Mal seit Wochen die Abstiegszone. Es läuft also mit Nagelsmann, auch wenn der Punktgewinn heute nicht ganz unumstritten war. Der Kölner Anhang. Lange sah es nach 3 Punkten aus. Der FC war ganz nah dran. Die Hoffenheimer Fans erst ganz spät. Die Erlösung, Abstiegskampf ist Wahnsinn. Es lief bereits die Nachspielzeit. Foul an Kölns Glünter, der blieb liegen. Hoffenheim aber spielte weiter. André Kramaric, die letzte Chance des Spiels genutzt von Nationalspieler Kevin Volland. Der Ausgleich, Sekunden vor dem Ende. Hoffenheim happy, Köln mächtig sauer. Die Fairplay-Debatte, die geht immer nur gegen uns. Nicht? Ob jemand Tore mit der Hand schießt oder ob jemand den Ball ins Out spielt, wir sind damit beschäftigt, uns vielleicht in unserer Einstellung auch ein wenig in dem Bereich, dem Bundesliga-Niveau anzupassen. Kölns Sportdirektor Jörg Schmadtke, der Herr im grauen Pulli, außer sich. Sein Kaugummi musste dran glauben. Der Frust über die 2 verlorenen Punkte war einfach zu groß. Wenn der Spieler jetzt schwer verletzt ist, dann ist es natürlich dramatisch. Aber nochmal, unsere Spieler haben es nicht wahrgenommen. Und deswegen hat es mit Begraben des Fairplay-Gedanken nichts zu tun. Die Gäste aus Köln in Rot hätten sich das alles ersparen können. Im ersten Durchgang überlegen, offensiv mutig, viele Möglichkeiten, nur eben kein Tor. Die Hoffenheimer in den letzten 3 Heimspielen siegreich, anfangs zurückhaltend und mit Glück. Der FC auf fremden Plätzen besonders erfolgreich. Von den letzten 8 Auswärtsspielen lediglich 1 verloren, selbstbewusst. Anthony Modest mit der besten Gelegenheit der ersten Halbzeit. Der ehemalige Hoffenheimer wollte, aber konnte nicht.
Zur Pause keine Tore. Julian Nagelsmann, Hoffenheims Coach, einsam und nachdenklich. Auch nach dem Wechsel Köln besser, ballsicher, konsequenter. Nach 69 Minuten folgte die Belohnung, Simon Zoller mit der verdienten Führung. Wenn man das halt nicht über die Zeit bringt, ist es bitter. Schade, fahren wir mit einem Punkt heim gegen eine Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt. Ja, es ist schade, aber die Leistung war in Ordnung. Der Ausgleich zumindest für die Hoffenheimer auch in Ordnung. Fair Play hin oder her, der Abstiegskampf bleibt Wahnsinn. Tja, mit Abstiegskampf nichts zu tun hat Gladbach. Übrigens auch ein Club, der diese Saison schon einen Trainerwechsel hinter sich hat. Lucien Favre allerdings trat selbst zurück. Mit seinem Nachfolger André Schubert kam dann auch direkt der Erfolg zurück. Und heute gab es dann den vorläufigen Höhepunkt. 5:0 gewannen die Fohlen zu Hause gegen Hertha. Was für ein Fest. Und wie heißt es so schön? Des einen Freud, des anderen Leid. Das tut richtig weh. Wir schauen in die Gesichter einer Berliner Demontage. Die Hertha erlebt in Mönchengladbach ein Debakel und versucht es leicht zu nehmen. 5-0 Klatscher und auch verdient der Klatscher. Und da muss man damit leben zu können. Und das ist gut für nächste Woche. Jeder hört wieder schön zu. Jeder arbeitet hart. Der größte Unglücksrabe ist Torhüter Rune Jahrstein. 14. Minute. Berlins Torwart sucht einen Mitspieler, findet in der Hut aber nur einen gedankenschnellen Gegner. Hazard und das 1:0 für Borussia Mönchengladbach. Der grobe Schnitzer des Berliner Keepers ist der Anfang vom dicken Ende für die Hertha. Ein Geschenk, das Fohlen-Trainer Schubert gerne annimmt. Lange stehen die Berliner gut. Doch nach der Pause verlieren sie die Übersicht beim Anblick von Borussias Kombinationen im Strafraum. André Hahn, 5 Monate war er verletzt, heute zum ersten Mal wieder in der Startelf. 2:0 nach einer Stunde, ein Comeback nach Maß. Das ist Gänsehaut pur. Ich kann mich nur bei allen bedanken, die mich in der Zeit unterstützt haben. Bei den Fans, beim Verein, bei Freunden, Familie, bei allen einfach. Und ich bin froh, dass ich die Zeit hinter mich gebracht habe und dass die Fans mich wieder so gut angenommen haben. Im Rennen um Platz 3 der Tabelle wollten die Berliner Verfolger Gladbach heute eigentlich abschütteln. Eine Viertelstunde vor dem Ende ist klar, der Plan geht nicht auf. Der eingewechselte Hermann, 3:0. Auch Mönchengladbach will wieder auf die europäische Bühne. Natürlich ist die Champions League ein Traum. Aber ich denke, wenn es im Endeffekt die Euroleague wird, wird sich auch keiner groß beschweren. Aber wir kämpfen natürlich für die Champions League, ganz logisch. In der Schlussphase bekommt Gladbach immer mehr Räume. Berlin lässt sich auskontern. Torgan Hazard, 4:0. Die Hertha, bislang ein überzeugender Tabellendritter, kann den Erwartungen heute nicht gerecht werden. Im Borussia-Park verkommt sie zur Lachnummer. Lassen Sie uns auch vielleicht ruhig mit dieser Champions-League-Geschichte. Weil hat man gesehen, das ist eine Champions-League-Mannschaft mit Schnelligkeit, mit Taktik, mit alles. Und wir sind eine fleißige Mannschaft. Und so kommt das raus, die Ergebnis. Und deswegen, wir werden weiterarbeiten und schauen wir, was für uns noch gibt in dieses Jahr. Kurz vor dem Abpfiff darf sich dann auch der eingewechselte Traoré in die lange Liste der Torschützen eintragen. Die Berliner erleben eine 0:5-Demontage und finden auch noch Gutes darin. Wenn du schon eine Niederlage kassierst, dann ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, dass sie jetzt einmal deftig ausgefallen ist, damit sich alle wieder sammeln, alle wieder fokussieren. Es ist eine schmerzhafte Niederlage. Mönchengladbach hingegen ist dank des 5. Heimsiegs in Serie wieder mitten im Rennen um die Champions League-Plätze. Und das schauen wir uns genauer an in der Tabelle. Die Bayern weiter 5 Punkte vor Dortmund. Dahinter Berlin, Mönchengladbach rückt nach dem heutigen Sieg auf Platz 4 vor. Es folgen Leverkusen und Mainz auf den weiteren internationalen Plätzen. In der unteren Hälfte der HSV und Köln punktgleich. Hoffenheim klettert auf Platz 14, auf dem Relegationsplatz jetzt Augsburg, auf den Abstiegsrängen Frankfurt und bereits weit abgeschlagen Schlusslicht Hannover. Nico Rosberg gewinnt den großen Preis von Bahrain vor Kimi Räikkönen und Lewis Hamilton. Noch in der Einführungsrunde scheidet Sebastian Vettel wegen eines Motorschadens aus. Nur wenig später entscheidet Nico Rosberg den Start für sich. Sein Teamkollege Lewis Hamilton kommt dabei nicht so gut weg und kollidiert bereits in der ersten Kurve mit einem Kontrahenten. Deswegen fällt Hamilton zunächst zurück. Als Führender kontrolliert Rosberg in der Folge den gesamten Grand Prix. Sein Sieg ist zu keiner Zeit in Gefahr. Für den Silberpfeilpiloten ist es der zweite Sieg im zweiten Saisonrennen.
Nico Rosberg also präsentiert uns die schöne Seite des Sports, aber es gibt auch eine andere. Vor 10 Jahren erschütterten die Dopingmachenschaften des spanischen Frauenarztes Eufemiano Fuentes den Radsport. Nun hat sich ein weiterer Frauenarzt in den Mittelpunkt des Dopinggeschehens im Spitzensport gespielt. Der Londoner Gynäkologe Mark Boner soll nach Recherchen der ARD-Doping-Redaktion und der britischen Zeitung Sunday Times über Jahre hinweg Spitzensportler mit Dopingmitteln versorgt haben. Das Dopingnetzwerk des Frauenarztes, enthüllt durch Aufnahmen mit versteckter Kamera mitten in London. Der Gynäkologe Mark Bonar behauptet gegenüber einem Lockvogel der ARD-Dopingredaktion, in den vergangenen 6 Jahren mehr als 150 Sportler betreut zu haben. Ich arbeite übrigens mit vielen Eliteathleten. Du kannst es auf dem Level gar nicht ohne Doping schaffen. Doping ist eine Tatsache im Sport. Die Sportler wollen einen Fachmann dafür und ich mache es verantwortungsvoll. Zu seinen Klienten, so Bonar, gehören Premier League-Fußballer, Tour de France-Radfahrer, Boxer und Tennisspieler. Völlig ungeniert erzählt der Arzt von seinen Praktiken, die er als medizinisch notwendig tarnt. Dem ARD-Lockvogel, einem Leistungssportler, verschreibt Bonar Genotropin, ein Wachstumshormon, und DHEA, ein sogenanntes Prohormon für den Muskelaufbau. Beides sind illegale, leistungssteigernde Substanzen. Alle diese Substanzen können das Herz übermäßig belasten. Sie können eine ganze Reihe medizinischer Probleme verursachen. Und am Ende kann das sogar tödlich sein. Die britische Anti-Doping-Agentur UKAD wurde bereits vor 2 Jahren informiert. Ein überführter Doper hatte von den Praktiken Dr. Bonars berichtet. Obwohl der Whistleblower Beweise wie Rezepte für Dopingmittel vorlegte, teilte UKAD ihm mit, dass aus Sicht der Behörde kein Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln zu erkennen sei. Der Mediziner blieb damals unbehelligt. Die britische Regierung hat jetzt eine umfassende Untersuchung angekündigt. Bleibt uns der Blick aufs Wetter. Sven Plöger, geht denn die neue Woche so frühlingshaft weiter? Ja, sie fängt frühlingshaft an, Pina, aber dann sorgt sie für einen ordentlichen Einbruch, auch in Sachen Temperaturen. Und damit man das auch bildlich unterlegt, hier unser 15-Tage-Trend. Da sieht man sehr schön, Beispiel Leipzig, also morgen und auch Dienstag nochmal 22 Grad, Frühlingswetter. Aber dann macht es hier so einen Rutsch nach unten. Donnerstag, Freitag nur noch knapp über 10 Grad, möglicherweise sogar knapp drunter. Dann geht es anschließend wieder rauf. Und im Moment aktuell haben wir so ein bisschen Wachstumswetter. Im Westen Deutschlands ist es ganz schön warm, in Nordrhein-Westfalen teilweise jetzt 17, 18 Grad, aber hier kommt, das zeigt der Radarfilm, Regen an, Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, da wo es blau ist, da ist der Regen, der sich morgen Vormittag dann weiter nach Norden ausbreitet. Ganz im Osten ist es noch recht freundlich, mit Schleierwolken und Sonnenschein. Am Nachmittag auch in der Mitte ein paar Schauer, vielleicht ein kurzes Gewitter, das Ganze bei Temperaturen in Sachsen und Bayern von 22 bis 24, sonst 16 bis 21 Grad. Wenig Änderung am Dienstag, das heißt im Osten freundlicher als im nasseren Westen und am Mittwoch wird es insgesamt kühler. Und das ist die Stelle, wo mir dann allseits einen guten Einstieg in die neue Woche zu wünschen bleibt. Ebenso. Dankeschön, Sven Plöger. Ja, das war's von uns. Im Anschluss sehen Sie Titel, Thesen, Temperamente. Und gegen 11:55 meldet sich noch einmal die Tagesschau. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle Karin Mioska. Guten Abend noch.